Welche Generation von RTL 2 Zuschauer warst du? Und ich möchte jetzt keine Jahreszahl hören, das wäre ja langweilig. Vielmehr möchte ich wissen, ob du Generation Vampi, BTV, Pokito TV oder My Pokito warst. Wenn dir keines der vier etwas sagt, dann hast du die Anime-Ära auf RTL 2 wahrscheinlich verpasst. Und ganz ehrlich, im Allgemeinen sind wir uns doch eh alle einig, dass RTL 2 seit 2013 eigentlich nicht mehr existiert. Außer für einen kleinen Zeitraum im letzten Jahr. Die vier Sendungen waren jeweils kurze Shows mit verschiedenen kindertauglichen Inhalten zwischen den einzelnen Anime- und Zeichentrickserien. Gleichzeitig dienten sie als das Rahmenprogramm für das Kinder- und Jugendprogramm auf RTL 2. Ich denke, ein Großteil von meinen Abonnenten wird mit irgendeiner dieser Sendungen mal mehr, mal weniger gute Erinnerungen verbinden. Grund genug, uns jede einzelne von ihnen einmal näher anzuschauen und dabei gehen wir strikt chronologisch vor. Ihr wisst schon, der rote Faden muss erkennbar sein, so wie damals bei den Schulreferaten. Deswegen starten wir mit Vampi. Vampi war zeitnah beim Sendestart von RTL 2 1993 mit dabei und war der indirekte Nachfolger von Bim Bambino. Als bei Tele5 aber Ende 92 für gute 10 Jahre das Licht ausgeschaltet wurde, sind die Rechte von Bim Bambino an Kabel 1 gegangen. Nicht so aber die Mitarbeiter des Senders, die sind zum Großteil zum neu gegründeten Kanal der Tele München Gruppe gewechselt. Und da RTL 2 das Tele5 Konzept vom Kinderprogramm übernehmen wollte, brauchte es eine Rahmenfigur. Und passenderweise konnte hierfür der bekannte Puppenspieler Siegfried Böhmke gewonnen werden, der bereits zuvor der Maus Bino Leben eingehaucht hatte. Also, herzlich willkommen! Damit war Vampi geboren. Naja, noch nicht ganz, denn Vampi musste ja noch gebaut werden und das übernahm Enrico Valenti, der Puppenbauer unter der Firma Gruppo Tanta in Mailand. Enrico hat Dutzende Puppen hergestellt und Vampi war nicht die einzige fürs deutsche Fernsehen, sondern da gab es noch Wollo, das Maskottchen von Sat.1. Von dem habe ich bei der Recherche übrigens das erste Mal gehört. Naja, zurück zu Vampi. Ebenfalls die Umgehung der Werberichtlinien übernahm man 1:1 von Tele5. Da Kindersendungen nicht unterbrochen werden durften, wurden die Vampi-Szenen als eigenständige Sendung ausgegeben. Im Laufe der Zeit durchlief der Puppenvampir mehrere Phasen. Zu Beginn lebte er mit der Erfinderin Thea, die von Dorothea Riemer gespielt wurde, in ihrer Werkstatt und zusammen erklärten sie gewisse Dinge aus dem Alltag. Es hatte also definitiv einen gewissen Bildungscharakter für Kinder. Zu der Zeit ging eine Folge auch gut und gerne 2 Minuten. Mit den fortschreitenden Jahren kamen noch weitere Puppen hinzu, wie der etwas abgedrehte DJ, die rothaarige Lilly und der Hausmeister Schulz. Thea hingegen verschwand als menschlicher Part der Moderation gegen 1996 aus der Sendung. Damit wurden die Folgen auch deutlich schneller und kürzer und mehr auf Humor getrimmt. Das grobe Konzept blieb aber erhalten. Bis heute verfolgt mich die Folge, wo Vampi und DJ das Zähneputzen erklären. Ich habe keine Ahnung warum, aber wahrscheinlich habe ich den beiden zu verdanken, dass meine Zähne bis heute noch einwandfrei sind. Mehr von mir, mehr! Und mehr von Vampi. Man merkte, wie sehr RTL 2 auf Vampi im Kinderprogramm baute. 1996 bis 1997 gab es sogar mit Die verrückte Vampi-Show von Montag bis Freitags eine halbstündige Spielshow für Kinder unter der Moderation von Anna Bosch. Und halt Vampi. Dort gab es auch ab und zu Gäste wie unter anderem Paddy Krötz, der zu dem Zeitpunkt noch ganz am Anfang seiner TV-Karriere stand. Also noch weit vor Togo TV. Oder es gab Sondersendungen mit zum Beispiel den Backstreet Boys. Hier war aber noch lange nicht Schluss, denn Vampi war viel beschäftigt. Er gab mit seinen Puppenkollegen Straßenverkehrtipps für Kinder oder hielt spezielle Feiertagsfolgen wie zu Weihnachten. DJ, stopp! Ich lass mir davon diesem albernen Wollzwerg nichts sagen! Dann brachte er ganze 3 Hitmix-CDs auf den Markt, wo er bei der dritten sogar zwischen den einzelnen Tracks Ansagen machte. Hier war natürlich der Vampi-Song das Highlight. Und jetzt kommt's, der durch niemand Geringeres als Andi Knote höchstpersönlich produziert wurde. Also die Person, die später hinter fast allen deutschen Anime-Songs stehen sollte. Ah, Moment, das hier ist Andi Knote und nicht Andi Knote. Bestimmt sein böser Zwillingsbruder. Naja, in solchen Booklets von Musik-CDs waren Namen oft falsch geschrieben. Ansonsten war an den Vampi-Hitmixes nichts Besonderes. Waren alles Lieder, die bereits auf jeder anderen Mix-CD enthalten waren. Von Toybox, Blümchen, echt und Songs von Vampi. Die verrückte Vampi-Hitshow-CD. Zu Vampi gab es aber nicht nur CDs, sondern auch richtiges Merchandise. Sowas wie Plüschfiguren, Cappies, Tassen oder Spardosen.
Er hat sogar Kochbücher rausgehauen und auf VHS-Kassetten der RTL 2 Serien prangte sein Gesicht. Im Prinzip war die Puppe schon ein kleiner Star des Senders. Wie gut sich die Sachen natürlich am Ende verkauft haben, kann ich nicht sagen. Aber zumindest bei den CDs muss es ja mindestens dafür gereicht haben, um nach der ersten noch eine zweite rauszuhauen. Als RTL 2 ihr Programm immer weiter in Richtung Anime ausrichtete, wurde die Sendung auch ein wenig kommerzieller. Es wurde über Pokémon und Digimon gesprochen, sowie Gewinnspiele waren an der Tagesordnung. Wie ihr eben gesehen habt, passiert manchmal etwas mit dem Digimon. Sie digitieren, also verwandeln sich. Doch trotz Bemühungen, sich anzupassen, so richtig passte die Vampirpuppe nicht zum Anime-Programm. Zumindest war das wahrscheinlich der Gedanke der damaligen Verantwortlichen. Denn 2001 war Schluss und Vampy wurde nach 8 Jahren abgesetzt. Ich war auf jeden Fall damals sehr überrascht, als Vampy plötzlich verschwunden ist. Ich mochte es irgendwie. Die Sendung war halt mein Einstieg in das Rahmenprogramm von RTL 2. Wobei ich sagen muss, dass ich relativ schnell über den Verlust hinweggekommen bin, denn ich mochte den Nachfolger tatsächlich lieber. Auch wenn das vielleicht eine umstrittene Meinung ist. Aber erstmal eins nach dem anderen. Nachdem RTL 2 entschieden hat, dass die Vampirpuppe ausgedient hat, musste etwas Neues her. Dafür beauftragte der Sender die gleiche Firma, die bereits für Vampy verantwortlich war. Oh ja, das hatte ich ja noch gar nicht erwähnt. RTL 2 hat Vampy nicht selbst produziert, sondern überließ das der Ananas Fernseh- und Filmproduktions GmbH unter der Führung von Bernhard Alexa. Die Produktionsfirma wurde des Öfteren von RTL 2 genutzt, um zum Beispiel Beiträge für Reportagen produzieren zu lassen. Aber vor allem waren sie für jede der Kinder- und Jugendrahmenprogrammsendungen verantwortlich, weshalb der ein oder andere sich vielleicht noch an den Namen oder zumindest an die Ananas erinnern können. Da das Unternehmen ihren Sitz wie RTL 2 ebenfalls in Grünwald bei München hatte, lässt sich natürlich die Vermutung aufstellen, dass beide irgendwie miteinander verbunden waren. Eine Serie, die ich jetzt nicht näher behandeln möchte, die aber ebenfalls von Ananas produziert wurde, war Bang on the Door, eine Puppensendung, die ihren Ursprung aus Großbritannien hatte. Das Ganze lief immer nur zu Beginn des Anime-Programms auf RTL 2, meistens zwischen Hamtaro und Doremi, und ist zur selben Zeit gestartet, als auch der Vampy-Nachfolger kam. Und zu dem kommen wir jetzt. BTV war die Antwort von RTL 2 und Ananas auf den Anime-Hype Anfang der 2000er. Immerhin nutzte die Sendung auch tatsächlich den Begriff Anime, was bei Vampy nie so richtig funktionierte. Im damaligen Pressetext hieß es, B ist der neue Held des Anime-Nachmittags bei RTL 2. Er ist schwer zu übersehen, niemals zu überhören und ein echtes knalloranges Highlight. In den meisten Folgen, die zwischen dem Hauptprogramm eingespielt wurden und circa eine Minute Laufzeit hatten, wurde Bezug auf einen oder mehrere Anime genommen. Das Studio war deutlich moderner gehalten als bei Vampy und wurde mit verschiedenen Stuff aus den Serien dekoriert. Ich weiß noch, früher war ich echt beeindruckt von den Conan und Shinichi, der an die Wand gemalt wurde. Hätte ich mir tatsächlich auch gern damals in mein Zimmer gemacht, aber wenn ich es gemalt hätte, dann wäre am Ende definitiv nichts erkennbar gewesen. Über die Zeit wurde hier und da mal etwas verändert, aber das grobe Studio blieb gleich. Was ebenfalls gleich blieb, war, dass man wieder auf Puppen zurückgriff. Zum einen hatten wir den namensgebenden Alien B, eine orange Puppe, die mich immer etwas an Hey Spencer erinnert hat, mit der Besonderheit, dass B von niemand Geringerem als Johannes Raspe seine Stimme geliehen bekam. Den Synchronsprecher von Robert Pattinson bzw. Eki und eine Zeit lang Marco aus One Piece. Weiß jemand eigentlich, warum Marco nicht mehr von Raspe gesprochen wird? Das ist mega schade, weil es einfach so super gepasst hat. Hi Leute! Viele von euch schreiben mir und wollen wissen, wie man Synchronsprecher wird. Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon verraten euch jetzt die Sprecher von DBZ. Neben B gab es noch die Puppe Auge, die, naja, einfach ein Auge war. Im Prinzip ein grüner Suzu aus Monster Rancher. Dann hatten wir noch Brainy, das Puppengehirn, welches immer kluge und langweilige Ratschläge gab, sowie Sam, die Puppenkrake. Die Puppen hatten aber ab und zu auch menschliche Gäste. Zum Beispiel Isabella Sorek, die ihre ersten Auftritte dort hatte, noch bevor sie regelmäßig bei Pokito TV zu sehen war. BTV war live dabei im Super Sound Labor von Master Mixer Andy Knote. Wobei sie anscheinend schon bei Vampy vor der Kamera stand, aber da habe ich leider nichts finden können. Neben den Anime selbst war auch oft japanischer Lifestyle Thema und es gab Formate wie Dr. B, wo Fans E-Mails mit Problemen schrieben und er sie in der Show beantwortete. Ihr wisst ja, dass die Japaner in Sachen Mode ziemlich trendy sind. Knallige Farben, witzige Muster und ganz schön mutig. Mein Therapievorschlag für dich?
Tja, Entzugserscheinungen bei Anime-Verbot sind nicht zu heilen. Nicht zu vergessen DJ B für die Party und Quizmaster B, bei denen er Fragen zum Mitraten stellte. Zwischendurch gab es dann immer die neu eingeführten Anime-Einspieler. Es war also recht abwechslungsreich. Im Pokémon Center werden absolut alle Pokémon-Träume wahr. Das ist der Ort, an dem ich immer sein wollte. Und es gab einige Highlights, wie als das BTV-Team bei Andi Knote für die Aufnahmen der Anime-Songs vor Ort waren oder wenn Synchronsprecher im Mittelpunkt standen. Für mich aber am interessantesten war der neu eingeführte Ticker oben und an der linken Seite. Links wurden meistens Hinweise zu dem Thema der aktuellen Folge eingeblendet oder auch Websites, während oben Zuschauerfragen beantwortet wurden, die man an b@rtl2.de senden konnte. Oft wurden Leute gegrüßt, gefragt, wann ein bestimmter Anime wiederholt oder fortgesetzt wird, welcher Synchronsprecher die und die Rolle gesprochen hat und noch weitere Sachen in die Richtung. Da für mich 2001 das Internet zu der Zeit noch nicht so dermaßen das große Thema war, war es tatsächlich eine gute Newsquelle. Wobei, ob alles immer so stimmte, was dort geschrieben wurde, sei mal dahingestellt. Es wurde unter anderem geschrieben, dass eine dritte Staffel von Doremi auf RTL 2 kommen würde und wir wissen bedauerlicherweise alle, dass das nie passiert ist. Eine Musikkarriere hatte B ebenfalls am Laufen und es gab immer mal wieder Songs, wie zum Beispiel die hier. Ich habe keine Ahnung, wer hier B gesungen hat, weil die Stimme einfach dermaßen verstellt wurde, aber die weibliche Stimme war Petra Scheser, die Anime-All-Star-Sängerin, die zum Beispiel die beiden Ranma-Openings gesungen hat. Später hat sie auch ein alternatives Intro zu Pokito TV eingesungen. Lässt alles so die Vermutung mitschwingen, dass hier Andi Knote ebenfalls seine Finger ins Spiel hatte. Wo Vampy am Ende seiner Karriere schon deutlich kommerzieller wurde, setzte B noch ein obendrauf. Produkte wurden präsentiert, es gab mehr Gewinnspiele, alles in allem hatte es einen deutlich größeren Werbecharakter. Das dürfte mit einer der Hauptgründe gewesen sein, warum gerade viele Vampy-Fans nie warm mit der Orangenpuppe wurden. Naja, abgesehen davon, dass B natürlich deutlich hipper sein sollte als sein Vorgänger und das bestimmt den ein oder anderen zu viel war. Zu Beginn gab es noch so einige Beleidigungen gegen B, doch die Masse scheint ihn ziemlich schnell akzeptiert zu haben. Mich zumindest hatte BTV überzeugt mit dem Anime-Bezug. Es war halt genau das, was ich halt sehen wollte. Klar, über den Humor kann gestritten werden, aber hey, es hatte seinen eigenen Charme und hielt mich auf den Laufenden. Deswegen war ich wirklich etwas traurig, als die Sendung nach guten 3 Jahren abgeschafft wurde. Im Juli 2004 lief die letzte Folge und sollte durch eine Sendung ersetzt werden, die für viele den Downfall von Anime@RTL2 eingeläutet hat. Mit der Einführung von Pokito TV lief auf RTL 2 ab dem Zeitpunkt eigentlich alles, was mit Anime zu tun hatte, unter diesen Namen. Meine Aluhut-Vermutung bis heute ist ja, dass der TV-Sender, den RTL 2 für Anime geplant hatte und dann gecancelt wurde, unter Pokito hätte laufen sollen. Als das dann verworfen wurde, hat man das Ganze als Rahmenprogramm für den Hauptsender genutzt. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung meinerseits. Hallihallo, hallöle, herzlich willkommen bei Pokito TV. Hallo. Mit Pokito TV sollte frischer Wind reingebracht werden. Zielgruppe blieben weiterhin Kinder und Jugendliche. Ananas setzte bei der neuen Sendung aber dieses Mal ausschließlich auf menschliche Moderatoren. Vorne mit dabei Daniel Lerche, der bereits aus dem Jugendmagazin Logo bekannt war. Aber auch schon die angesprochene Isabella Sorek, die spätere Synchronsprecherin Lea Kalpen, Nicolas Buchalek, Kevin Welch oder auch Darius Raffert. Umgeben war die sich abwechselnde Truppe meistens von wiederkehrenden Kindern, die ab und zu ebenfalls das Wort ergriffen oder Fragen beantwortet haben. Und gern ihren Text vergessen. Irgendwas. Eine Blume. Ja, warum Blumen ziehen immer bei Frauen? Das Studio, in dem das Ganze stattfand, wurde von Ananas dieses Mal schon deutlich mehr wie ein traditionelles Fernsehstudio aufgebaut. Beziehungsweise war es nicht das Studio von Ananas, sondern von Plaza Media in Ismaning, welches sie wahrscheinlich angemietet haben. Es war weit offen mit einer großen Couch und einem Tisch.
sah schon nicht schlecht aus und ist irgendwie iconic. Pokito TV ging immer zweimal am Tag auf Sendung, meistens so gegen 13.30 Uhr und dann nochmal gegen 15 Uhr. An einem Tag gab es dann ein großes Oberthema, welches schon bis zu 5 Minuten dauern konnte pro Sendung. Dabei haben sie versucht, möglichst jedes Thema mit Anime zu verbinden. Wenn zum Beispiel ein Bogenschussverein als Gast war, war die Brücke dazu natürlich Kagome aus Inuyasha. Und Gäste ist sowieso ein gutes Stichwort, denn es waren oft welche eingeladen. Verschiedene Synchronsprecher wie Daniel Schlauch, Gerhard Aktun oder Julius Jelinek. Wie läuft denn so ein Tag bei euch ab so im Studio? Es ist eigentlich immer sehr angenehm, also unterschiedliche Arbeitszeiten. Manchmal fangen wir um 9 an, manchmal um 14, 15 Uhr. Ich bin meistens so 3-4 Stunden dort. Doch auch der Produzent Andi Knote und der Sänger Noel Pix, wofür Andi Knote sich Jahre später immer noch fremdschämte. Verschiedene Vereine wie auch Animax waren dort. Das waren dann auch wirklich die Folgen, die stellenweise echt interessant waren. So ein Einblick hinter die Kulissen war sonst gar nicht so einfach zu erhalten. Von daher hatte Pokito TV durchaus seine Daseinsberechtigung. Dann gab es aber leider auch Momente, die sehr aufgezwungen wirkten und heute würde man definitiv einiges als cringe bezeichnen, was da vor der Kamera passiert ist. Die Gags zündeten halt nicht immer wie geplant oder waren so steif präsentiert, sodass der Witz eh komplett verloren ging. Zudem hing über den Namen Pokito eh immer das Damoklesschwert in Form der zunehmenden Zensur, was garantiert auch an der Beliebtheit der Sendung nagte. Dennoch gab es hier wie bei Vampy wieder ein paar Dinge abseits zu entdecken, wie Chartmix-CDs. Ich weiß, super kreativ die Leute. Da aber 10 Stück erschienen sind, schien es ja zumindest gut zu laufen. Pokito Hits bringt dir einen heißen Sommer. Interessanter war natürlich das Pokito-eigene Magazin, welches von Panini verlegt wurde. Unterschied sich nicht großartig von den anderen aus der Sparte, aber hatte auch mal Einblicke in die Sendung selbst. Doch ich will gar nicht so viel über die Zeitschrift reden, weil die alle noch ein eigenes Video bekommen werden. Freut euch darauf, das wird großartig. Natürlich nicht so großartig wie das Pokito-eigene Computerspiel mit dem Namen Pokito – Das Geheimnis der 30 Schlüssel. Entwickelt von GameTastic Entertainment und RTL 2. Ich habe absolut keine Ahnung, was für hochkarätige Titel die sonst rausgehauen haben, weil man dazu nichts findet. Aber ich bin ehrlich, Pokito, das Geheimnis der 30 Schlüssel, sieht nicht nach einem Game Award Gewinner aus. Es hatte auch so gar nichts mit der Sendung oder irgendwas mit dem Anime-Programm zu tun. Die glorreich angepriesenen Features waren ein 2-Spieler-Modi, Spielecharakter sind auswählbar, Sounds und Musik im besten Anime-Stil, anspruchsvolles Gameplay und komplett in 3D. Wenn mit dem Mindesten geworben wird, weißt du einfach, dass du einen Kracher vor dir hast. Trotzdem will ich es unbedingt irgendwann mal spielen. Zusammen mit Kick wurde sogar eine eigene Modekollektion produziert, die Pokito-Kollektion. Wie die aussah, kann ich euch nicht zeigen, vielleicht hat jemand von euch die Klamotten noch zu Hause rumliegen. Das Motto der Kollektion war auf jeden Fall günstig, trendy und cool. Die Moderatorin Izzy hatte sogar ihre eigene Kollektion, die so aussah. Nach guten 3 Jahren, Anfang 2007, wurde Pokito komplett überarbeitet. Das traf natürlich auch die zugehörige Sendung. Das Studio wurde überarbeitet, das Logo, die 2 neu gestalteten Charaktere Poki und Ito wurden eingeführt und alles wurde mehr auf online getrimmt, damit die Zuschauer auf die neue Internetseite strömen. Der erwachsene Moderator wurde in dem Zuge komplett entfernt und Mitya Lafer kam als Kindermoderator hinzu. Alles, um künftig hochwertiger, moderner und zielgruppenaffiner für 6- bis 13-Jährige zu sein. Zumindest stand das in der Pressemeldung. Hey Leute, na, alles klar, alles raumlocker, alles okidoki für die Bike-Season. So viel von den 9 Folgen hatte ich damals gar nicht mehr gesehen, weil das schon eine Zeit war, wo RTL 2 eh kaum neue Anime zeigte. Falls ihr euch erinnert, 2007 kam mit Digimon Data Squad ein einziger neuer Anime auf den Sender. Die paar Folgen im neuen Studio, die ich dann gesehen hatte, wirkten für mich aber liebloser und hatten trotzdem den Cringe. Aber egal, denn von langer Dauer war es eh nicht mehr. 2008 wurde Pokito TV dann nach 4 Jahren ebenfalls abgesetzt, beziehungsweise besser gesagt ersetzt. Denn der Fokus sollte noch mehr aufs Internet gehen und dafür musste eine Live-Show her. My Pokito. Hier haben wir nun die Rahmensendung, die mit Abstand die kürzeste Lebensdauer hatte. Direkt nachdem Pokito TV eingestampft wurde, startete My Pokito. Und die Besonderheit hier war halt, dass sie live waren und die Zuschauer über die Homepage direkt mit den Moderatoren interagieren konnten. Das waren übrigens unter anderem Sandra Josipovic, Konstanze Clemens, Marc Schepp, Philipp Valulis, Nicolas Buchalek und Mitya Lafer. Die letzten beiden waren die einzigen, die vom alten Pokito TV mitgekommen sind. Und Philipp Valulis ist natürlich vielen hier auf YouTube inzwischen ein Begriff.
ihr Fragen habt, dann fresst die nicht in euch rein. Nein, schickt sie uns eine Mail an meinpokito@rtl2.de oder geht in den Chat und wir stellen dann direkt eure Fragen. Ist ja generell nicht so gut, alles in sich reinzufressen, ne? Ja, das ist richtig. Ananas spendierte hier auch wieder ein neues Studio, welches zumindest von dem, was wir sehen konnten, deutlich kleiner, aber besser für das Live-Format zugeschnitten war. Und ein wenig Anime-Deko gab es auch. Außerdem gab es noch ein Pult, hinter dem die Moderatoren saßen und von dem sie aus die Zuschauernachrichten lesen konnten. Ach ja, eine Couch mit Tisch nicht zu vergessen, wo oft die Gäste saßen. Die wurden mit My Pokito deutlich popkulturlastiger, mit Bands wie Eisblume oder auch Justin Bieber. Der Blick hinter die Kulissen fiel größtenteils weg. Hier standen wirklich News über Stars, Game-Tipps oder auch Gewinnspiele im Fokus. Hauptsache, es war irgendwie interaktiv. Und hier muss ich zugeben, war ich komplett raus. Die Sendung hat mich null abgeholt. Alles, was ich noch bei BTV oder Pokito TV loben konnte, war hier nicht mehr vorhanden. Aber gut, ich war hier wahrscheinlich auch nicht mehr die Zielgruppe. My Pokito startete immer so zwischen 15 und 16 Uhr und was wirklich ganz cool war, dass noch nach der Live-Show im Fernsehen das Ganze online für 15 bis 20 Minuten weiterging. Ich habe nie mitgemacht, deswegen kann ich nicht sagen, wie gut das funktionierte, aber die Idee war ganz nett. Ähnlich wie bei BTV gab es auch einen durchlaufenden Ticker, aber der hat ausschließlich Nachrichten der Zuschauer angezeigt, welche, oh Wunder, zu 90% aus Grüßen bestanden. Da wurde gefragt, bin ich jetzt im Fernsehen? Bin ich jetzt im Fernsehen? My Babamon fragt es. Ja, du bist im Fernsehen. Und so viel mehr gibt es zu dem Format nicht zu sagen, was vor allem an der kurzen Zeit liegt, die My Pokito überhaupt existierte. Ein Jahr und 3 Monate waren sie live, bevor RTL 2 hier das Licht ausknipste. Damit war My Pokito mit Abstand die kürzeste Rahmensendung für das Kinder- und Jugendprogramm bei RTL 2. Zwar hat der Sender noch bis 2013 weiter Anime ausgestrahlt, aber ab Ende 2009 dann ohne ein Begleitformat. Wahrscheinlich blieb der erhoffte Zuwachs auf der Internetseite aus, sodass es sich nicht mehr gelohnt hat. Ich meine, guckt euch den Twitter-Account an, da war einfach nichts los. Die Ananas Fernseh- und Filmproduktions GmbH existierte nach dem Ende von My Pokito noch weiter und wurde 2014 in die Bliss Entertainment GmbH umbenannt. Woran sie danach aber noch gearbeitet haben, kann ich euch leider nicht sagen. Zumindest wurde die Firma bis heute nicht aufgelöst. Was sich aber aufgelöst hat, ist das Anime-Programm bei RTL 2 mit Vampy, BTV, Pokito TV und My Pokito. Und auch wenn nicht alles perfekt war, besonders gegen Ende, war es eine tolle Zeit. Deswegen bekommt ihr jetzt noch mein ganz persönliches Ranking. Auf Platz 1 das Alien B mit BTV, danach Vampy, gefolgt von Pokito TV und am Ende reiht sich zumindest bei mir My Pokito ein. Aber wesentlich interessanter ist es ja, wie es bei euch ausschaut. Was war euer Favorit und mit was seid ihr ins RTL 2 Programm eingestiegen? Haut's in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet und dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Hier oben findet ihr die Playlist zu den Videos mit der RTL 2 Anime-Geschichte. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und mein ganz besonderer Dank geht an meine Patreons und Kanalmitglieder. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video auch schon wieder.